Gut. Ja, ihr seht gerade richtig, liebe Leute, es geht nämlich wieder weiter mit GTA. Nach einer ganz, ganz langen Pause, auch in GTA und dann auch in Minecraft, haben wir überlegt, heute schauen wir uns mal das Jonas Update an, hier in Los Santos. Und ja, die altbekannte Chaos-Truppe ist natürlich wieder komplett am Start. Ja, ja, da meldet sich gleich der Beknackteste. Genau, da hat sich genau der Richtige gerade gemeldet. Ja, schauen wir mal. Schauen wir uns das hier mal an. Genau, so ist es. Willkommen hier mit der Franziska. Bist du jetzt mit reingefahren, Pep? Nee, ich musste selber. Aber alles gut, ich habe schon das Tor aufgemacht. Okay. Cutscene folgt. Ich habe natürlich jetzt erstmal nur einen Ladebildschirm. Natürlich lustig, dass erst gestern oder so Tokyo Drift im Fernsehen lief. Okay. Ja, einmal eins so nach dem Motto. Engine, Engine. They got a really beautiful silver medal with your name on it. Weren't that the race you won like third in? Girl, if I'd known you would have been able to do it, that's so cool. Dude, y'all need your mama to watch you play? Aww. Jetzt am Weg steht. Lost puppy right here. Hey, what's up? Als ob die immer noch kommt. Kev, Alter, ich hasse dich jetzt schon. Hey, don't worry. Almost everybody's welcome. As long as you ain't a cop. Yo, buddy! You a pit, bruh. I'll see you in a minute. Uh-huh. You know Benny? That boy go hard, yo. The hardest. And this right here, this is Mimi. She pretty much runs the joint. Welcome to the LS Car Meet, the heart of the scene. And I'm Hal. Hey, have we met? I don't know. Everyone looks familiar to me. Especially if I clocked him in my rear view. Don't worry about him. He's kind of obnoxious. Hey, that's what this place is all about. Be who you want to be. Tuner, modder, stock car racer, obnoxious as a motherfucker. Express yourself. We got the fastest cars, bikes, trucks, burnouts, donuts, straight lines, all of it. Only thing we don't got is... Da waren ja gerade von unserer Gruppe alle Beschreibungen drin. Modder, Tuner, Stockerfahrer und dann ein nervtötender Volltrottel, Enrico. Was? You gotta sign up with my girl. This is my spot. Come find me here. Oh, die 12, ich stehe unter Beschuss. Oh, Duke came in earlier. He's from out of town. Baby doll, you leaving all right? Oh, was, jetzt kommt zwei, ja? Can't be sitting out here sweating all day. Hey, this is my new name. This is Hal. What up, yo, young player? Hey, good to meet you. Das hat, glaube ich, gefühlt ein bisschen was mit Duke Kildur zu tun, ne? I just got one of the faces. Don't even worry. Kommt ziemlich bekannt vor, alles, die ganze Szene. Mimi, you thought of someone for that business proposition? If anyone gonna know a driver with a workshop, it's you, girl. I'm working on it. It's percolating. Just leave it to me, okay? Don't take too long. We finna get it started here. I know. Okay. Peace. Yeah. Girl left a mark for life. What was that about? Och, das gibt's nicht. Wie lange gibt's die denn noch? Ich komme aus den Seltenern gar nicht mehr raus. Hey, what about you, King? You trying to roll with those folks? Hit some licks? Might be just your thing. Oh shit. Dann noch die Cops dazu. Hey, go on. Enjoy yourself. If you want to sign up, I'll be here. If you want to get in with those two, get yourself an auto shop. Warum werde ich von euch immer gemobbt? Weil du es verdient hast. Wie habe ich das verdient? Enrico, das musst du verstehen, das ist Arbeitsverteilung. Der eine wird gemobbt, die andere wird gepoppt. Club und so. Tauchen die dann auf. Ach so, bei Dings, bei Foreclosure. Hab ich nicht gesagt, aber. Braucht man trotzdem dieses Ticket von Mimi oder ist das getrennt? Ticket von Mimi, hä? Ja, dieses Ticket, damit du da drinnen fahren kannst. Die Mitgliedschaft kaufen, muss man das trotzdem machen oder? So. Kann man aber auch erst weglassen. Also das Ticket war das Dümmste, was ich je in meinem Leben gekauft habe. Sag ich euch so, wie es ist.
Ich bin da fast nie drin. Also, ich bin da nicht drin. Okay. Dann schau mich ja erstmal nach so einer Werkstatt. Wie viel so, die kostet. Jetzt sind gute 20 Minuten förmlich vergangen. Habe ich jetzt selbst nochmal überlegt. Gut, dann kaufen wir die Mitgliedschaft. So, gekauft. Dies kostet mich nämlich leider ein bisschen an. Die Schraubenschlüssel, ne? Yvonne. Ja. Da fehlt mir aber überall noch ein bisschen Geld für. Wer kennt das nicht? Dann machen wir erstmal bei Yvonne weiter, würde ich sagen, helfen ihr, ihre Werkstatt aufzubauen. Genau so ist es. Und bis dahin haben wir bestimmt auch dann das Geld zusammen. Ja. So. Ich warte ja nur, wenn man Creator hier ändern kann. Na dann auf. Was haben wir denn hier? Haben wir noch was verfügbar? Ach, hier ist ein neues Auto verfügbar. Kann ich das irgendwie gewinnen? Wie kann ich das gewinnen? Da musst du irgendwie. Nee, du kannst jetzt viele Autos kaufen und kannst die halt auch noch genauso aufpimpen hier wie die rumstehen. Also es ist noch ein bisschen mehr wie Fast and Furious jetzt hier, die Modderei. Also wurde eingeladen. Teststrecke, okay. Das ist eine Teststrecke. Okay, die Autos kann ich auch mal links kaufen, ne? Ja. Gut, dann gucken wir uns das mal an, eben gerade, ob ich da irgendwie was mit helfen kann. Oder Mace Bank. Ich hätte ja gern diesen BMW, also den Übermacht Cypher, aber der ist 1,5 teuer. Okay. Die hast du nicht. Nee, wir bräuchten erstmal 1,5 für eine eigene Werkstatt. Ah. Ja gut, okay. Ich werde mir keine Werkstatt kaufen, dann kaufe ich mir aber das Auto dafür. So, Baby lädt uns ein jetzt hier zu ihrer Organisation. Ja. Dann können wir dann loslegen. Wo kaufe ich die bei Legendary, ne? Ich habe noch nicht alle Autos durchgeguckt. Es gibt schon wieder welche bei Legendary, manche schon bei Los Santos. Ja, es gibt auch jede Woche neue kostenlose. Irgendwie jetzt. Gibt's denn gerade welche kostenlos? Immer. Okay, muss ich mal gucken. Ich hab Naja, du merkst doch, Yvonne lässt dich halt nicht rein. Ja, ich will auch nicht da rein. Ich hab eigentlich auf Crewmitglieder gedrückt. Ich bin nicht in eurer Crew. Nicht mehr. Freunde. Wir haben kein GTA mehr gespielt. Du bist ein Verräter. Na, ich hab die noch drin, ich hab nur meine eigene aktuell. Verräter! Ich hätte mal ein anderes Auto drin, aber ich habe extra gewechselt dafür. Was Verräter? Ich finde gerade kein kostenloses, außer die ich habe durch das Spielbundle, was ich damals geholt habe. So. Ja, doch, sind kostenlose. Wo? Ah, hier. Dinker Blister Kompakt 0, Imponte Dukes 0. Die Klasse Stallion 0. Genau. In jedem Shop gibt es irgendwas. So. Wir wurden gerade in die Werkstatt eingeladen. Ah, jetzt muss ich meinen schönen Wagen aufgeben. Naja. Tja, Enrico gibt halt alles auf, bis auf seine Jungfräulichkeit. Die habe ich nicht mehr. Das wird sich noch niemals ändern. So. Kev wird bei Yvonne in die Werkstatt eingeladen. Was guckt er sich als erstes an? Eine Wand und eine Tür. Nein, ja, nee, ist klar. Ich war gerade dran am Ingame hin, dass ich mal kurz gesagt habe, ob mein Auto schon da ist. Hättest du nicht da so stehen bleiben können, Yvonne? Dann muss ich mal meine Tafel gehen. Meine Tafel gehen. Cool, aber dass mein Logo hier überall drauf, das ich für uns gemacht habe. Ja. Super. Super. Super Dollar Deal, okay.
Ich finde das übrigens echt gut geworden, das Logo, da was ich da nochmal neu gemacht hatte. Ich finde das gut. Es ist simpel, ist nicht so. Enrico? Drei Aufträge. Enrico? Warum hab ich. Guck mal, meine Arsch. Für welche altrunden Dame wolltest du strippen heute? Guck mal auf meinen Arsch. Ich guck nicht Blutung. Auf deinen Arsch! Alter! Ja, was? Blutung! Na, okay, du hast doch deine Jungfräulichkeit nicht mehr. Okay, ich sehe es ein, ist gut. Ist gut, du hast auch gar nicht aus. Alles gut. Was für einen Auftrag wollt ihr haben? Am Automat der Pep hinter mir. Die Kontrolleinheit-Job oder die Bank? Bank. Das, was du als erstes machen möchtest, Yvonne, wir folgen dir. Das weißt du doch. Vielleicht von oben weg einfach? Nee, fang ich von oben weg. Ach, was soll ich denn? Also der. Ja, ich bin sicher. Peilsender. Okay, wir müssen ein Peilsender halten. Ihre Software, oh Gott. ja. Tschüss. Nun hör doch endlich auf zu labern, Alter, meine Güte, ey. Da haben sie Geduld, sie wird eine Puppe. Warum stehen hier unten eigentlich noch keine Autos? Das ist kein Kinderspiel! Eine Armee kann wir jetzt entführen. Uiuiui, okay, das ist die Sonne. Lass dir ruhig Zeit, Evan. Ja, ich musste diese Alte da zu Ende labern lassen. Vorher konnte ich das nicht anklicken. So, dann geht's dann endlich mal los. Der Peilsender. Was ist denn das da, Alten? Ey. Begib dich nach vor zum Kudo. Ich glaube, wir fahren am besten mit einem Auto, ne? Warte mal. Ja, ich dachte jetzt, weil hier passen am meisten Leute rein. Ja, nee, es macht am meisten Sinn, weil da musst du nicht mit 3-4 Autos da reinfliegen. Fliegen? Ja, du springst ja da rein quasi. Ich bin einfach der Fahrer, so wie in meiner Gruppe. Bin ja auch immer der Fahrer. Was muss hier irgendwie den ersten Überfall, den wir gemacht haben? Wo ich mit dieser weinenden Maske ankam. Wir können aber auch das Fahrzeug stehlen von denen. Wenn ihr Bock habt. Ja, ich guck grad, wo das steht. Folgen Sie der Linie in der Linie. Da steht quasi in der Nähe von dem kleinen Flughafen oben. Das ist in der Nähe von Trevors Drogenlabor. Ja, von dem Flughafen. Direkt oberhalb. Oh, das wird teuer. Man für den Wagen fast eine 3/4 Million zahlt. Liebe gute Yvonne, schau mich nicht so böse an. Und wo wollt ihr heute hinreiten so? Ich sag mal lieber nix, Markus, ich sag nix. Ja, war gut. Wir wollen zu einer Bar. Okay. Wunderbar. Mhm.
Der Wunderbar ist wunderbar, da ist es alles wunderbar. Hab ich überhaupt meinen Tod von meinem Handy auf? Ja. Nicht, dass hier irgendwelche Störsignale kommen. Die sind nur in deinem Kopf. Da oben. Enrico, die sind nur in deinem Kopf, die Störsignale. Ja, ich weiß. Oh, das war ein doppeltes Echo. Das ist auch neu, diese random Wagen, die immer rumfahren und so Gefangenentransporter. Kannst du überfallen und dann kannst du die Leute wegbringen, aber das ist voll schwierig, die da rauszukriegen. Ja, das ist ja normal. Rein ist immer einfacher als raus. Rein tut doch nur beim ersten Mal weh. Yvonne? Statement? Kein Futter. Ich hänge jetzt mal hier völlig fest, wie du kommst. Yvonne hat das Auto erstmal mega gefistet. Warum ist die Scheibe eingeschlagen? Na, weil Yvonne gerade das Auto gefistet hat. Oh, Alter. Das muss doch nicht sein, oder? Yvonne benutzt halt das sagt normalerweise Yvonne auch immer. Ich sag gar nichts mehr, am besten nicht alles, was ich sage oder tue, ist. Weißt du? Wenn du dann fertig bist, sag dir auch mal, das hätte doch nicht sein müssen. Ich bin eine Frau, lass mich in Ruhe. Ich habe recht. Endlich gibst du es zu, Enrico. Ich hab doch gewusst, du bist das neben dem blonden Typen auf den Fotos. Ja, genau. Gerade wenn das Bild schwarz-weiß ist. Machst du schon die Dose Bier auf? gut, dass ich nur eine Flasche stehen habe. Flasche hat eine Flasche. Merkst du was, Kev? Ja? Wir haben uns Enrico gut erzogen. Er fängt schon an, sich selber zu beleidigen. Wir brauchen gar nicht mehr machen. Ja, wo wir bleiben. Er spart uns eine Menge Arbeit. Selbstmobbing ist gutes Mobbing. Ja, 9 von 10 Leuten finden Mobbing gut, ne? Scheiße. Du fliegst weg. Bruh. Der war einfach weg. So, jetzt hier. So, ich hab durchs Tor. Rein in die Olga. Also Enrico, jetzt wie beim ersten Mal, ganz langsam und schön sanft. Ich kann mich an mein erstes Mal nicht erinnern. Und bin ich hier auf dem... Alter, Bundeswehr anwesend, so ist hab ich's. Sag ich's immer so. Bundeswehr? Wir müssen einen Anhänger finden, Leute.